So, hi Leute, ich bin wieder zurück in der Tiefgarage. Ich hatte folgenden Plan. Ich wollte mir nochmal mit der Polizeibadge, die ich hatte, oben Zugang verschaffen bei den Stars-Büro. Und als wir mit dem Fahrstuhl, mit diesem Medaillon-Fahrstuhl runtergefahren sind, haben wir unten, wo wir die Treppen runtergegangen sind, eine Kiste gesehen, wo ich wahrscheinlich die Badge hätte einpressen können, irgendwie, um an irgendetwas ranzukommen. Das Problem ist, ich komme nicht mehr an den Fahrstuhl ran. Und ich hoffe natürlich sehr stark, dass ich im späteren Spielverlauf da nochmal hinkomme. Deshalb bin ich jetzt auch nicht hoch ins Stars-Büro gegangen und habe die Magnum geholt, sondern bin wieder zurückgegangen. Also wir sind genau wieder an dem Punkt, wo ich vorhin... Öffne endlich das verdammte Tor. ...euch zurückgelassen habe. Also, weiter geht's. Sieht schon wirklich schick aus, ne? Mit dem Trenchcoat. Na, der Gunshop Kendo da vorne, ne? War das die nötigen Infos? Leider nicht, nein. Ben hat nichts bekommen. Nun, wonach genau suchst du denn? Mehr Infos über die Hintermänner dieser Katastrophe. Was ist mit dir? Versuchst du die Welt zu retten? Ich habe Lieutenant Brenner gesagt, ich hol Hilfe. Dann viel Glück damit. In jedem einzelnen Spiel versuchen wir die Welt zu retten. So, ja, hier kann man natürlich auch wieder viel übersehen. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht viel übersehen. Oder anders gesagt, ich hoffe, hier ist nicht viel versteckt in dem Moment. Aber halt natürlich so ein Räumpanzer, das ist natürlich auch eine geile Sache. Den hätten wir mal bei Resident Evil 3 gebraucht. Straße fällt aus. Durch den Waffenladen da ist wohl der einzige Weg. Ah, die Baustelle. Okay, cool. Wir gehen durch den Candle Shop. Oha, ja, alles klar. Bei unserem letzten Besuch sah es noch ein bisschen besser aus. Der letzte Besuch war bei Resident Evil 3. Der muss ja dann anscheinend ein paar Stunden rein chronologisch davor gelegen haben. Da sah es hier noch nicht so beschissen aus. Was haben wir hier? Langer Lauf für die W870. Na, bitteschön. Oh, und schon nutzt das Ding zwei Slots. Das ist natürlich auch eine krasse Sache. Aber es wird sehr Vorteil haben. So, was haben wir hier? Ein Brief an den Ladenbesitzer. Kendo, du hast wohl deine Gründe zu bleiben. Ich hoffe also, dass du gut auf dich aufpasst. Wenn sich jedoch die Dinge verschlimmern und ein anderer Weg sich verschließt, weißt du, wo du mich finden kannst. Ich werde alles tun, was ich kann. Ha, Jill Valentine. Tja. Ja, man konnte ja schon... Es wurde ja leicht angedeutet, irgendwie, dass da ja doch eine... irgendwie eine Verbindung zwischen denen herrscht. Irgendwie. Also die sich auf jeden Fall kennen. Irgendwie. Die sind sich jetzt nicht ganz fremd gewesen. Irgendwie tief diese Freundschaft... Nicht bewegen. Ich werde nichts tun, was ich sagte. Nicht bewegen! Ich möchte nur hier durch. Ich bitte Sie jetzt, die Waffe zu sehen. Die Hölle tue ich. Sie drehen sich jetzt um und gehen so wieder aus, wie Sie gekommen sind. Ich glaube, Ihre Tochter braucht Hilfe, Sir. Sagen Sie mir nichts über meine Tochter. Weg damit. Nein! Warte! Zur Seite. Wir müssen sie eliminieren, bevor sie mutiert. Eliminieren? Das ist meine verfluchte Tochter. Ada. Ja, ist er das noch? Lass sie einfach. Emma?
Süße, du solltest doch drin bleiben. Daddy? Ja, Daddy ist hier. Und hier. Okay. Die verfluchten Dinger da draußen. Was tun die uns an? Sie sind Cop. Sie müssen doch was wissen. Wie ist das passiert? Hä? Sie war unser kleiner Engel. Mommy. Mommy schläft schon, Kleines. Okay. Und ich bring dich jetzt auch ins Bettchen, okay? Emma. Gehen Sie. Lassen Sie uns allein, bitte. Kannst du auch gleich die Tivernmund stecken irgendwie. Weißt du, ist okay, wenn du mir die Wahrheit verschweigst. Aber wieso ihm? Ich will rausfinden, was hier passiert. Alter. Und die Verantwortlichen aufhalten. Solchen Menschen zu helfen, dafür bin ich Polizist. Meine Mission... Er steht darin, Umbrella völlig auszuschalten. Wir überleben vielleicht nicht. Was auch nötig ist, die Stadt zu retten. Ich bin dabei. Ja, das war ja gerade elementare Anteilnahme. Also, puh. Oh. Sau, ey. Wirklich. Also, das wünscht man ja nur ja kämen irgendwie. Aber ehrlich gesagt bin ich erstaunt, dass ich halt nur einen Schuss gehört habe und nicht zwei. Ja, also, was... Ach Gott, nee. Du kennst die Umbrella Corporation, ja? Das Pharmaunternehmen stellt im Geheimen Biowaffen her. Die haben ein Virus. Es verwandelt Menschen in unzerstörbare Monster. Das erklärt die furchtbaren Dinge hier. Ja, sorry Leute, hat mich jetzt irgendwie doch... Und deshalb suche ich nach Annette Birkin. Sie ist bei Umbrella verantwortlich für die Verbreitung des Virus. Ich bringe sie zur Strecke. Also sobald so Horror, also generell so ein Horrorfilm, sobald es da irgendwie mit Kindern, das ist nun ja nicht meins, da bin ich, oh nee. Da erwischt mich dann immer ganz kalt. Und ist auch jetzt nicht wirklich, da ist auch keine Unterhaltung mehr für mich da. Das möchte ich einfach nicht sehen, sowas. Das muss nicht sein. Nach dem, was du sagst, passt die Kanalisation gut. Schön gesagt. Nach dir. Oh. Okay. Gut, kurz nochmal einen Kraftschluck nehmen. Na denn? Mal schauen, vielleicht treffen wir auf die Turtles. Schwer vorstellbar, eine echte Forscherin hier unten. Laut Einsatzzentrale führt das direkt zu Umbrellas geheimer Anlage. Komm schon, die Stadt verwaltet die Kanalisation. Wie können die eine Anlage haben, ohne dass die Behörden davon wissen? Willkommen in Amerika. Umbrella kontrolliert Raccoon City seit Jahren. Dicht, alles zu. Scheiße! War das ein Erdbeben? Das will ich doch hoffen. Erdbebenknoten, aber nicht so, glaube ich. Ist das wieder hier Dolph Lundgren? Oh, Pistolenmunition, die nehmen wir natürlich mit. Spült man gerne mal am Klo runter.
gebe ab. Ich entsinne mich. Im Original, stimmt. Ach, der Teig hat nur total vergessen. Ach, oh Freude, oh Freude. Ah, na toll. Okay, gut. Denn, oh, was haben wir hier? Hier haben wir eine Schreibmaschine. Man, ja. Sollte man sich mal überlegen, irgendwie, welche arme Sau wird hier unten hingesetzt, um zu schreiben. welcher Schriftsteller hat diese perfide Art und Weise zu sagen, so, ich kann in Kanalisation am besten schreiben. Hier nehme ich meine Schreibmaschine mit hin. Hier schreibe ich mein nächstes Meisterwerk. Okay, gut, Granate. Ich nehme die Granate mal ruhig mit, irgendwie. Okay. Weiter geht's. Wie? Du kommst hier mit? Du bleibst da? Spinki? Geh doch hier nicht alleine lang jetzt. Ah. Na, da kommt's. Okay. Ja. Nochmal Patronenmunition. Patronenmunition. Nochmal. Pistolenmunition für die Matilda. Schon wieder? Es ist nicht zu spät umzukehren, Leon. Finde ich auch. Wir sollten Keine einfach Chance. Gehen. Du hast mich bis zum Schluss am Hals. Wir sollten einfach gehen. Oh, Scheiße. Bist du sicher, das ist der richtige Weg? Leider ja. Kann nicht der beste Weg sein, in Kloake zu springen. Warte da. Na! Alter, wie scheiße! Oh! Hier! Schnell raus da! Ja. Was zu tun? Lass mich! Nein! Deshalb werden keine Tiere in der Toilette runtergespült, Freunde. Sie sind tot. Ach, so ein Käse. Bist du sicher, das ist der richtige Weg? Ich überspring mal und renn gleich. Scheiße, 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 scheiße. Verdammte Scheiße! So ein widerlicher Riesenalligator, ey. So ein scheiß Klischee. Lass uns rüberrennen. Oh, 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 still. Still. Nein, lass mich, lass mich, lass mich. Nein. Nein, 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 nein. Jetzt ist. Bam. Kau da dran, du übergroßer Mistkerl. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Le Granat? Wunderbar, die nehmen wir mit. Das war ja gerade mal ein Ding, Alter. Ja, den... Ach, es gab einen anderen Leon, Gang hier noch. Oben. Was zur Hölle war? Komm einfach hoch. Bist du dir sicher, dass das der beste Weg ist? Aber klar doch. Ja, krass. Ekelhaft. Habe ich wirklich nie mehr auf dem Schirm gehabt, deswegen, ja, hat mich jetzt gerade mal ziemlich kalt erwischt mit dem Vieh. Oh, nee. Nee. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Du hast mich nicht gewarnt. Das Virus verwandelt Menschen in Monster, nicht Reptilien. Guter Punkt. Bin nur beeindruckt, dass du noch in einem Stück bist. So, dann. Ich glaube, die Sonnenbrille kannst du jetzt auch abnehmen. Mal sehen.
nur, dass ich das richtig verstehe. Und keiner Umbrella drückt den Knopf. Kauft Monster wie das da an. Okay. Unser Militär? Jemand anderes? Sie verkaufen keine Monster. Sie verkaufen Viren, die Monster machen. Und Annette macht die Viren. So fürchterlich der Alligator auch war, Annette ist viel gefährlicher. Finden wir hier irgendwas? Gibt's hier irgendetwas? Ein paar schöne Kubitäne? Nope. Wieder Schriftsteller in the Saw hier. Ansonsten. Nicht schon, oder? Zweifelsohne Williams Werk. Identifizieren Sie sich. Annette Birkin. Ist das die Gesuchte? Kaum noch Zeit. Muss entsorgt werden. Wir wollen das G-Virus. Das kriegen Sie nicht. Ich warne Sie, Doktor. Ach ja? Hey! Überraschend für eine Forscherin. Leon. Kümmere dich nicht um mich. Geh. Schnapp sie, bevor sie verschwindet. Ja, haben wir wohl eine Kugel gefangen. Ich bin direkt vor der Einrichtung und verfolge Annette. Wenn sie es nicht hat, muss es im Nest sein. Sobald ich es habe, lasse ich mich hier rausholen. Laufen Sie ruhig, Annette. Okay. Sie entkommen mir nicht. Wir spielen Ada irgendwie und haben gerade anscheinend mit unserem Auftraggeber gesprochen. Wer von euch kennt noch die Kinderserie Rolf und Rüffel? Ja, immer wenn die Kinder gespielt haben und die Eltern gesagt haben, jetzt mal Schluss, hing die Tür auf, eine Hand kam raus und dann kam genau diese. Ja, okay. Kleiner Funfact. Also ist schon, also Ada ist schon schön gemacht. Irgendwie ist schon eine kleine Augenweide. Na, die kleine Lotusblüte. Okay, was haben wir bei? Wir haben gar nichts, Alter. Wir haben eine Pistole mit 9 Schuss, ey. Na, damit die Winzer ja auch keinen Blumentopf. So, finden wir jetzt hier noch irgendwas? Ich würde gerne irgendwas finden. So, hier geht eine Leiter hoch. Und was soll ich mir da oben den Ventilator ankicken? Oder was? Komm ich doch nicht durch. Was hat denn? EMF-Visualisierer. Aha. Um Kabel aufzuspüren und elektrische Geräte zu hacken. Aha. Das ist man aber nicht original. Zeit für die Spezialwaffe. Aha. Ah, alles klar, wir übersteuern den dadurch. Oh mein, glaube ich, kaputt. Cool. Cool. Das ist ja nice. Das ist ja eine schöne Sache. So, gibt's hier noch irgendwas? Bist du ein Terminator? Nein, bist du nicht. Wo geht's da hin? Hier geht's nirgendwo hin. Hier, yeah, Blatt ist unter Flor. So. Sieht aber wirklich aus. Okay, gut. Na dann klettern wir mal die Leiter hoch. Nichts leichter als das. Hat schon was, den er zu spielen. Also sieht schon wirklich. Käfer! Ja,
Also Ada sieht schon toll aus, ne? Also, schon sehr elegant. So, können wir hier, das, ne, können wir nicht. Wo müssen wir hin? Oh, was für riesen Schnaken. Okay, also man kann auch Weichen damit umstellen. Gehen wir vielleicht ein bisschen weiter weg, nicht das. Hier Damage nehme irgendwie, wenn ich das Ding kaputt mache. Die Idee ist schon wirklich cool gemacht irgendwie. Also es war im Original nicht so damals. Ah, shit. Neun Schuss ist natürlich halt. Damit kommst du ja nur hier überhaupt nie weit. So, was können wir da noch öffnen? Aha, okay. Dann müssen wir also die Weiche umstellen. Nee. Alles klar, haben wir gemacht. 5 Schuss nur noch. Ah, September-Inspektion. Erste Woche. Ich habe zwar bereits letzte Woche darum gebeten, aber wir brauchen unbedingt eine Ersatz-ID-Armband. Ach Mann, damit wir in bestimmten Bereichen der Haupteinrichtung können. Anders gesagt, wir kommen nicht dorthin, wo wir hin müssen, um unsere Arbeit zu erledigen. Also, sagt bitte nicht, dass wir hier eine ruhige Kugel schieben. Eigentlich müsste man dafür ein Wort finden, irgendwie das Resident Evil Syndrom irgendwie. Das ist für egal welche Schließeinrichtung es gibt nur einen Schlüssel, der ist verloren. Egal ob eine Schlüsselkarte, ein Schlüssel, ein Armband hier anscheinend, es gibt immer nur eins. Es ist doch lächerlich. Warum wird da nicht gleich mehr bestellt? Schuss ist auch nicht viel, ey. Ah, toll. Tja, dann schauen wir noch mal, was wir jetzt hier unten finden. Was macht der? Oh, noch ein bisschen Munition. Die nehme ich natürlich mit Kusshand. Was haben wir hier drüben? What is this? Flashbang. Okay. Gut, ist ausgerüstet. Fantastisch. Okay. Schon mal jetzt. Jetzt gerade nicht gesehen. Ja, ich sag mal, mit so einer geringen Munitionszahl würde ich jetzt einfach, glaube ich, mal eher gerne die Leute umlaufen. Aber wahrscheinlich sollte ich dafür auch jetzt nicht in irgendwelche Sackgassen laufen. Ja. Lass mich! Ah, so ein Scheiß! Das ist so gut. Na. Okay. Fahrstuhl angemacht, dann fahren wir auch mit ihm hin. Okay, wo ist denn der hin? Bin ich noch da? Jetzt hab ich sie. Ja, wen hast du denn?
Immer gut im Weglaufen, Annette. Das muss ich ihn lassen. Oh. Oh. War der jetzt hier gerade irgendwo? Und, hat's funktioniert? Hartnäckiger Mist, gell, was? Was? Wie? Oh, nicht doch! Oh, shit. Mal auf, das Ding! Muss ich jetzt, gibt's hier noch mehr? Oh, nee, nicht doch, bitte nicht. Oh, nicht doch. Ja, das finde ich ja nicht gut, wa? Das finde ich ja nicht gut. Was soll denn der Typ jetzt hier drinne? Oh, schnell. Hau ab. Ich hoffe, ich hab da jetzt nicht irgendwie in dem Raum gelassen, was wichtig war, aber das, Mr. X jetzt hier am Start? Nö. Nö, das muss nicht sein. Oh. Kommt der mit? Der bricht da jetzt hier bestimmt irgendwo durch die Wand. Ich seh doch, komm. So, scheinbar ist jeder passionierte Leitungssucherin. Wieder speichern. Okay. Wir hier noch was finden. Ah! Hallo, kleiner Mann. So, okay, was... What should we do? Geh ich mal vielleicht mal eine Etage höher? Aha. Aha. Aha, okay, was hier? Hier ist ein Pult. September-Inspektion, zweite Woche. Mit dem frisch eingetroffenen neuen Armband. Singular, wohlgemerkt. Können wir endlich mit unserer Inspektion des Abrissgeländes beginnen. Was den Bericht von neulich über die über den Verbrennungsofen angeht, so ist alles in Ordnung. Wahrscheinlich ist es nur Sperrmüll. Ich werde nach Abschluss dieses Berichts mal einen Blick darauf werfen. Mhm. Aha. So, okay. Scheinbar müssen wir da rein. Ist das jetzt der Verbrennungsofen? Oh nee, jeder. Ist das jetzt der Verbrennungsofen oder was? Nein, geh doch da nicht rein. Nein, ach nee, mach das nicht. Ja, doch, geht. Alter, ist das. Okay, was soll ich jetzt hier machen? Nun gut. Das ID-Armband. Ja, ne? Von wegen Sperrmüll. Das war so klar. Das war so klar. Bravo. Verbrennen Sie mich jetzt lebendig. Was muss ich jetzt machen? Sie kriegen Genie in Ihre Drecksfinger. Bin nicht als Einzige dahinterher. Das wissen Sie. Dann sterben Sie nicht allein. Oh, fuck. Ach du Scheiße.
rum, ihr Puzzle hier. Ja, ist offen. Oh, schnell, schnell, schnell. Nein, mach weiter. So, okay, rüber. Zap, 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 zap. Oh, nein. 27 Sekunden noch. Scheiße. Das Miststück weiß, was sie tut. Alter, was sind denn bitte das für Verankerungssprenger gewesen, ey? Das hat so eine Stahltür da rausflankt. Krass. Okay. Kommen wir jetzt. Alles klar. Besucherrechte bestätigt. Ihre ID ist gültig bis 1. Oktober. Bitte cool. Bis zu diesem Datum zurückgeben. Könnt ihr vergessen. Könnt ihr vergessen. So, da geht's hin zurück. Sind so. Ich dachte nicht über flackernde Neonröhren irgendwo. In irgendeinem unterirdischen Bau. So, finden wir hier irgendwas? Die Sackgassen sind ja auch immer bestens prädestiniert, um mal zu verstecken. In dem Falle. Nicht. Schade eigentlich. Aber ich komme nicht umhin, einfach mal wieder der Grafik hier wirklich nochmal mein Kompliment auszusprechen. Irgendwie, das sieht halt einfach geil aus. Das ist halt, also. Da ist schon. Creme de la Creme. Hallo, Bauinspektion. Kam auch mein Sicherheitskleid an. Schon mal einen schönen Irrgarten unten aus, ey. Schluss mit dem Katz-und-Maus-Spiel. Das Spiel ist aus. Verloren. Sagen Sie mir, ist Ihr Mann noch am Leben? Oder ist er eliminiert? Und Sie ernten die Lorbeeren für Jean. Interessante Theorie. Wenn Sie nicht kooperieren, hole ich eine Probe vom Nest. Nur über meine Leiche. Scheiße. Nimm noch jedes Mal. Liegt irgendwo angeschossen in der Pampa wegen dir. Oh, da hat jemand nochmal die Toilettenspiegelung benutzt. Annette war nochmal Pipi machen. Ada. Ada. Verdammt. Okay, und wir haben wieder die Kontrolle über Leon. Ada, wo bist du? Okay, was hier hat jetzt hier Mr. X jetzt die Leiter kaputt gemacht? Oder wie kam das? Hat sich Ada ein bisschen zu doll abgestoßen? Okay. Na, ja, so, wir kommen bestimmt über den Fahrstuhl hier, ne? Ach, der Mantel. Guck mal. Ob wir ihn mitnehmen für Sie? Gentlemen, wie wir sind. Ja, okay. Wir können den Fahrstuhl nutzen. Okay. Das ist ein kurzer Fahrstuhl gewesen. So. Schreibmaschine. Kiste. Die packen wir jetzt mal aus. Rest nehmen wir mit.
Nee. Bitte nicht überall bitte hinbleiben. So, ein bisschen etwas zum Sammeln, zum Finden, irgendetwas. Die Schweine verstecken den Jane hier irgendwo auf irgendeinem Podest so einen kleinen Wackelkopf oder und so was. Ich meine, ich werde sie definitiv eh nicht alle finden, aber man versucht natürlich alle, größtenteils natürlich die mitzunehmen, ja, die man eh jetzt so findet. Das ist ein total sinnloser Satz gerade von mir gewesen. Naja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Die, die du siehst, knallst du weg. Und man guckt ein bisschen links und rechts, aber... Was? Muss ich jetzt bitte mal vorstellen, wie das hier stinken muss. Okay, was haben wir hier? Wo ist nochmal da? Hier fehlt uns anscheinend hier so ein Schlüssel. Schraubschlüssel, Dingens, Bummens. Alter. So. Schauen wir nochmal. Blick auf die Karte. So weit, wie es Auge reicht. Bis hier vorne. Tja, links oder rechts? Ich gehe mal in den dunklen Gang. Weil hier ist die Luft ein wenig besser. Ah, wie schön. Shotgun Shells. Zwei Stück. Wow. Wo denn? Ach, hier oben sind die bestimmt. Ah, okay. Schau mal. Nö. Es gibt nichts Schöneres, als Müll in der Kanalisation zu durchwühlen. Scheiße, Alter. Ja, okay. Ist einfach verschreckt. Einfach. Ah, den habe ich jetzt ja gerade nicht kommen sehen. Ich war hier gerade so von den UBCS-Typen abgelenkt. Digitale USS-Videokassette. Mhm. Super cool. Ist die auch zurückgespült? Ansonsten gibt das eine D-Mark Strafe. Ja, die haben sie echt fertig gemacht hier, ne? Das Schlimme an der Sache ist, wo sind denn die Waffen? Anstatt sie hier mal irgendwie so eine... Na, du kannst mal da unten weiter rumholzen, wie du willst. So, wieder Kapitäner. So, hier ist abgeschlossen. Schade. Hier macht Bernd, hier macht noch ein Nickerchen. Elektroteil. Cool. Oh, nicht cool. Na toll, Alter. Stehen die alle auf der Matte oder was? Ja. Klein Moment. Kommt das Ding jetzt wieder zurück? So, das sieht mir auch zu aus. Ah, hier kann man noch. Okay. Ja. Hm. Also. Was haben wir hier? Another knife. Die kann man nicht stacken, ne? Oder?
Nö. Doppelmesser. Hallo. Sind hier etwaige Zombies oder anderes? Wir tun ihn zurück. Guck mal hier nochmal. Sieht alles so eklig aus. Was? Nee. Ach, ist ja schön. Scheiße. Oh je, hier ist jetzt irgendwie Bewegung. Was ist denn das für ein Geräusch? Blaues Kraut, nehmen wir mit. Hier brauchen wir hier so ein Schnulli-Dingsbums. Was? Was? Was mit dem Wasser? Oh, da vorne. Oh, also hier. Ah, nochmal das Jutepulver. Das nehmen wir natürlich mit. Also, ich habe jetzt mal eine Theorie. Was heißt denn Theorie? Ist es ja nicht. Ich habe von einer Theorie gehört. Und zwar, im Chat oder irgendwas gelesen, dass in dem Teil, in den Kanalisationszweigen, so ein Pendant zu Lickern unterwegs sind. Die quasi halt, die nicht sehen können. Muss halt bloß leise sein, irgendwie. Und ich würde mal vorsichtig sagen, also die könnten es sein. Und ich bin jetzt mal ganz wahnwitzig, ich würde mal versuchen, mich dran vorbeizuschleichen. Das ist also eine beschissene Idee eigentlich. Okay. Ui! Blöde Idee, ganz blöde Idee. Ja, was scheiße. Hat nicht funktioniert, die These. Ah, so ein Dreck, ey. Ah, das hat jetzt gut Munition gekostet, da hat der Spaß. Oh, ist das... Das ist widerlich. Einfach ekelhaft, ey. Oh, was hier? Kid. Oh. Sind wir vergiftet? Das sieht erstmal nicht so aus, ne? Aber ich frage, wie sieht es eigentlich aus, wenn man vergiftet ist? Steht den Stand über Gift immer da, ne? Interessant.
Warum baut man so eine autarken Konstrukte irgendwie? Jetzt kommst du. Ich glaube, das ist das Dreh, das Pendant zu dieser Drehgriff, die wir vielleicht brauchen. Schauen wir mal. Dann gibt es erstmal was zu lesen. E-Mail an das Umbrella HQ. Dr. Owens, Nest jagt einen Alarm den nächsten. Ich weiß zwar nicht, was hier vor sich geht, aber ich höre Schüsse und kann meinen Bereichsleiter nicht erreichen. Wir sind gefangen. Bitte schicken Sie schnellstmöglich Hilfe. Hoppala. Dr. Owens, die Lage ist ernst. Das Nest wurde mit dem Virus kontaminiert. Einfach unfassbar. Das ausfallsichere System ist gar nicht angesprochen. War das ein Außenstehender? Ich habe keine Ahnung, wer es sonst gewesen sein sollte. Kim ist tot. Ich leide unter schrecklichen Hustenreiz. Warum antworten Sie nicht? Dr. Owens, Sie waren das von... Anfang an vielleicht? Wo ist sie denn hin? Okay, haben wir nicht? Wissen wir nicht? Also den Track mochte ich halt auch sehr im Original-Soundtrack. Ist auch so ein bisschen chillig eigentlich. Der nimmt so ein bisschen so die Anspannung raus. Aber macht auch die Atmo nicht ganz kaputt. Ach Gott. Kommen hier ran, was ist das? Kann man da was machen? Nein, kommt nichts. So, okay. Hallo? Hört sich gar nicht gut an. Komm schon. Ada. Ich komme, Ada. Hör mal, wer da knurrt. Oh, warte mal. Eine Karte. Karte an der Kanalisation. Das ist natürlich geil. Oh, da liegen noch Munition rum. Alles klar, das holen wir uns mal erstmal. Munition, guck mal. Das können wir hier brauchen. Schreibmaschine. Broschüre der Kanalbaufirma. Ein Großwort des Vorsitzenden. Vielen Dank für Ihr Interesse an den Knights Construction. An der Knights Construction Company. Im Laufe der letzten 20 Jahre hatten wir die Ehre, in der Kanalisation der schönsten Stadt unseres Landes arbeiten zu dürfen. Stets mit unseren Grundprinzipien der Freude an der Arbeit und des überlegenen industriellen Designs. Wir bei KCC glauben, dass unser Design keinesfalls unterirdisch sein muss, nur weil wir unter Tage arbeiten. Unsere Arbeit ist eleganter als eine Dame, prächtiger als ein Springer, gemütlich wie ein Bauer und ein echter Gewinn für alle Beteiligten. Ich freue mich stets darauf, Sie vor Ort zu treffen. CEO der Knights Construction Company, Ehrenmitglied des Weltschachverbands, ehrenamtlicher Berater des Raccoon Schachclubs, ehrenamtlicher Leiter der Fischer Schachfreunde, RB Fischer. Oh, was für ein Rotz, Alter, echt, ja. Also. Was haben wir da? Ah! Können wir? Ja, können wir. So ein Schachcrack. Bitte. Oh, bitte aufhören. Bitte aufhören. Bitte. Nein, 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 nein. Hier drüben, du Freak! Tu ihm nicht weh! Tu ihm nicht weh! Na, fuck, kommt hier ab, machen Sie sofort wieder her. Das Virus. Tja. Ich wette, die Ratten verbreiten es. Ja. Tja, da haben wir auch gesehen, wer die UBCS auseinandergenommen hat. So, Kiste. Hier haben wir eine Kiste. Verstauen. Verstauen. Verstauen.
Das packen wir auch noch weg. Wir haben ja noch Amessal hier. Amessal. Das haben wir schnell geordnet. Und was wir aber machen, wir gönnen uns mal. Das gönnen wir uns mal. Bumsweiler, verstauen. So. Einmal Kräuter naschen. So, und uns geht's besser. So, was haben wir denn? Was hat denn? Okay, alles klar. Der Typ aus dem. Also der Designer dieser Kanalisation ist ein großer Schachfan, wie wir von gelesen haben. Und anscheinend sind die Schlüsselelemente Schachfiguren. Okay, und hier ist der Springer. Dann wird wahrscheinlich der Springer hier hingehören. Und wir haben aber noch keinen anderen. Was haben wir hier? Öffne eine Tür zum U-Bereich. Ich habe bei dem letzten Irrentransfer das Ding verloren, in dem steht. Was? In dem steht, wie man die Tür zum U-Bereich öffnet. Ich weiß zwar noch, dass man in jedes Terminal einen Stecker stecken muss, aber sollte jemand sich noch daran erinnern, welcher wohin gehört, so sei er doch bitte so lieb und teile sein Wissen auf der Pinnwand. Bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Dame und Turm liegen sich gegenüber. Aha. Turm und Springer an derselben Wand. Nicht nebeneinander. Haben wir da noch andere? Was hat hier? Das ist der Springer. Okay. Was haben wir da? Haben wir den Bauern. Ja, okay. Scheißegal, kann man hier gleich erstmal irgendwo reinstecken. Wir haben ja die anderen noch nicht, wir müssen die erstmal finden. So, um hier weiterzukommen. Die Frage ist, achso, hier ist noch eine Tür. Videorekorder, ja, aber die haben wir benutzt, oder? Warum wird er uns dann immer noch so angezeigt? Achso, ja, wir werden wahrscheinlich noch andere Videokassetten finden. Diesen Schraubgriff ran. Jawohl, jawohl, geil. Das ist natürlich Hammer. ID-Armband für Standseilwagenzutritt erforderlich. Okay, das hat noch Ada. So, was haben wir hier? Mitten im Dunkeln. Lieferschein. Folgender Artikel wurde an den an Ihre Bestellung angegebenen Ort geliefert. Ein hitzebeständiger Tresor. Die Kombination ist mit an der Seite des Tresors vermerkt. Okay, schön. Bitte bei Benutzung des Tresors entfernen. Geil. Ja, ist halt. Schön. Schön, schön, schön. Na, mal. Gucken wir mal. Die Augen haben einen Tresor offen. Oh, warte mal, hier haben wir noch ein rotes Crowd. Das nehmen wir natürlich auch mit. Hier drüben nicht mehr. Was ist das nicht ein Tresor? Das ist ein blaues Kraut. Okay, 2 links, 12 rechts. Nein! Oh, ein Kolben.
Schrotflintenschaft. Für die W870. Ja, nice. So, tu mir einfach einen Gefallen, Blevin. Bitte, Blevin. Nein. Kann da nicht einfach liegen bleiben. So, hier wird nicht. Bier, guck mal. Haben sie hier heimlich einen reingeknallt hier. Gut für die. Gut. Ach du Scheiße. Scheiße! Was wird er jetzt? Okay. Hier können wir den benutzen und wir tun's. Wo kommen wir denn da jetzt hin? Ah, das ist das nochmal. Bin ich von hier rausgeklettert? Sind wir nicht. Ach du Scheiße. Was ist das? Schlüssel. Okay, nehmen wir. Ja, nee, super. Okay. Gut, wir schauen mal weiter hier oben. Oh, das sieht ein bisschen demoliert aus. Das kann man nicht nehmen. Chestbusters. Oh, Scheiße. Oh, was ist denn das? Oh, ist das eklig. Oh mein Gott, das wird ja immer schlimmer. Was denn hier, ey? Wo sind wir denn hier? Oh ne, nicht die schon wieder. Okay, Alk, probiert nochmal. Ich probier nochmal an dem vorbeizukommen. Nicht funktioniert. It doesn't work. So, wo bin ich denn? King hier. Bisher erstmal. Yeah.
Ja, die fressen ja ganz schön viel Munition, die Freunde hier. Können wir jetzt hier nicht auf Dauer mitmachen, den Spaß. Oh, hier. Nice. Mal vorne noch mal kurz. Ist das widerlich, wirklich, wirklich widerlich hier drin. Vorbei, schnell! Hau ab, schluss, hopp. Verfolgt er ihn auf Land? Ekelhaft, wirklich eklig. Und ich bin so eigentlich schon gewohnt an Monster, aber das ist ja wirklich ekelhaft. Ah, schämt euch, Capcom. Oh, Mama. Oh. Guck mal, kann ich nicht hoch? Anscheinend nicht dran. Musik opfern. Kling! Ob man wohl dafür bekommt zum Schluss? Stimmt. Unverhältnismäßig viele Pflanzen hier. Im Untergrund, wo keine Sonne scheint. Aber gut. Beschwere ich mich? Nein! So, jetzt haben wir auch. Oh, was ist denn da? Was ist denn das? Ist das ein Flammenwerfer? Nice! Geil! Oh, was haben wir denn da? Sehr schön, das ist die Dame. Das Brett zu jagen. Oh, nicht schön. Okay, nächste Pflanze. Ich muss hier wirklich jetzt schon immer gleich kombinieren hier aus Platzgründen. Okay, gibt's hier noch was? Okay. Also, kann man da bitte so ein Schlüsselsystem implementieren hier mit Schachfiguren? Also, muss ja wirklich ein großer Schaffin gewesen sein. So, hier brauchen wir einen König für. König haben wir nicht. König haben. Scheiße. Ah, scheiße. Doch, hier ist König. Hallo König, komm mit König. Tür ist zu. Nee. Okay, jetzt können wir hier runterhüppen. Ja, sauber. Okay, alles klar. Dann kommt jetzt hier der König hin. Yay! Chemischer Flammenwerfer. Hallo. So. Nice. Schönes Ding. Aber auch wieder zwei Plätze weg, wa? So, okay, warte mal. Tramuluk, das Gute, wir öffnen es. Irgendwie muss ich ja auch die Schachfiguren mitbekommen. Und hier ist jetzt gerade alle dicht. Das ist nicht so schön. Kommen die jetzt hier durch? Das heißt, wir nehmen mit. Und die Frage ist jetzt. Die nehmen wir mit. Rauszukommen. Und, alles klar, cool. Aha. Sehr schön, alles klar. So, dann holen wir uns hier wieder die Dame.
Und hier den König. So, jetzt sehe ich hier. Jetzt gehe ich wieder zurück. Sind jetzt bloß die Schlösser, die angezeigt sind, ne? Oder? Ja. Steckschloss. Okay, alles klar. Och, nee. Na, schön. So, ja, schön. Auch guter Munitionsmangel hier. Das ist ja Wichser, was macht der nur mit dir? Also wenn ich jetzt hier... Kurz meine Chance. Ich bitte nicht auch eine Leiche. Du mit einer Leiche? Okay, okay, okay. Ist doch shit, Alter. Das ist jetzt eh im Arsch. Okay, vielleicht krieg ich jetzt so lange abgelenkt, dass du mich nicht levelst. Nein, tut er nicht. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Nein! Ja, scheiße, wir sind vergiftet worden. Ja, ist nicht gut. Nicht gut. Okay, na gut, aber... Gott sei Dank haben wir genug davon da. Und... Baba, 4 Schuss. Okay, wir könnten da hoch und wir könnten da lang. Wo wollen wir denn am besten? Wir müssten mal lang wieder. Hier, wir müssten lang. Ach, und die stehen hier wieder Schlange. Das ist doch nicht normal. Heilkraut, das nehmen wir natürlich mit. Wo könnten wir denn hier hin? Hier sind wir ja hergekommen. Oh mein Gott. Was haben wir hier? Handgranate. Oh, echt jetzt? Jetzt sind die hier hoch? Einfach nur. So, den können wir da benutzen. Okay. Mal gucken.
kurz mal hier hin. Alle Traumaufzug. Nice. Patronen. Schnell mal auffüllen. Okay. Ey, Gott, zwei Schuss für die scheiß Pistole, Alter. Das darf nicht wahr sein. Schuss, Uni besser. Damit komme ich Uni-Wait. Nice. Das finde ich ja geil. Hiding Place. Alles klar. Ein Film. Wo sind wir überhaupt? Hm? Ich glaube, ich habe auch jetzt für diese beiden Büros Schlüssel. Glaube ich doch zumindest. Ja! Hurra! Komm, komm mal rein. Okay. Okay. Drei Schuss, zwei Schuss. Ach Gott, ey. Ich glaube, ich muss leider. Die nicht anders. Ich muss halt leider so machen. Jetzt weggesteckt, Alter. Das ist nochmal ein harter Knochen. Benutzen. Mhm. Nüchte. Ah, Patronen, sehr schön. Okay, alles klar. Ich bin voll, aber den Schlüssel brauche ich nicht mehr. Dann haut den jetzt einfach weg. Dann kommt der jetzt einfach mal weg. Okay, alles klar. Ich sehe eingekringelte Buchstaben. Ich sehe ein S, ich sehe ein Z, ich sehe ein F. Für den Spind. Das Jazz Festival in Raccoon City. Cool. Alles klar. Warte mal da. Schieben, 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 schieben. Ja, Moment mal, wo bewege ich mich hier gerade überhaupt hin? Ich sollte mir vielleicht hier noch den Stecker mitnehmen. Habe ich noch den. Kapazität habe ich noch. Noch, wo ihr merkt. Und scheinbar haben wir jetzt alle Teile. Ja, geil. Zu dem Punkt wollte ich von und da bin ich hingekommen. Nice. Alles klar, dann müssten wir jetzt bloß mal schnell eine Truhe finden. Und ich bin der Meinung, die war hier auch gleich in der Nähe. Ist nicht ganz weiter. Wir müssten weiter hoch, ne? Dann ist man ja so in diese dankbare Büro gekommen. Hallo?
Genau. Ah, ja, alles klar. Okay. Alles klar. Okay, cool. Und brauchen wir die? Ja, ist noch benutzbar. Truhe haben wir hier. Dann würde ich mal sagen, das packen wir jetzt erstmal alles ein. Genau wie das hier, das. Das hier haben wir noch. Eine. Jawohl. Rausnehmen. Und da sagen wir nochmal kombinieren. Mit kombinieren. 40 Schuss. Damit kommen wir doch erstmal wieder ein bisschen. Das ist sehr gut. Den verstauen wir auch. So, dann packen wir uns halt mal ein bisschen schön. Damit das hier ein bisschen gut aussieht, hier wieder hier in Butzenhausen. So, und wir brauchen das. Okay. Und dann geht's wieder runter. Tatsächlich. Nee, tatsächlich würde ich jetzt sogar erstmal sagen, wir gehen ins Stars Büro. Ja. Genau. Hey Kumpel. Was? Shit. Licker, ey. Oh nee. Was? Nein. Nein. Mann, der soll die scheiß Shotgun nehmen. Zur Hölle. Ah, na, das war ja eine Hausnummer. Hm. Ärgerlich. Okay, gut. Hier schnappen wir uns den Film wieder. Rausnehmen. Versteck. Okay. Sie sagen mir jetzt beide nichts, die Büros. Also die Schreibtische. Ist das ein Rekorder? Okay. Na gut. Nehme ich jetzt nochmal eine normale Packung hier raus. Teile mich. So, rausnehmen. Und okay. So. Und Stars Büro. Gucken wir nicht, dass hier schon wieder so ein Kumpel rumschleicht. So ein Dicker, ey. Was ist das vielleicht hier? Ja! Cool! Was ist das denn? Holzkiste? Was ist in der Holzkiste? Untersuchen. Alter, okay. Visier für die Lightning Hawk. Ich glaube, die Lightning Hawk ist die Magnum. Wir werden es gleich rausfinden. Geiler USB-Stick, ey. Also wirklich. Benutzen. Okay. Der Dongel. Jawohl. Die Lightning Hawk. Da ist er, Freunde. Da ist er. So, dann könnten wir auch gleich sagen,
Kombinieren? Kombinieren. Hallöchen, Popöchen. So, hier gibt's noch ein Zettelchen. Brief an die Stars-Mitglieder. An meine lieben Stars-Kameraden. Wie läuft es bei euch in der Station? Müsst ihr euch immer noch mit dem alten Irons rumschlagen? Ich? Ich komme gerade von einem heißen Date. Ihr könnt euch sicher gut vorstellen, dass wir unter ihrem Ring schon... Was wir unter ihrem Ring schon getrieben haben. Okay, Europa ist fantastisch. Ein Monat reicht bei Weitem nicht, um auch nur an der Oberfläche zu kratzen. Vielleicht verlängere ich meinen Urlaub ja um ein weitere 6 Monate. Barry, wage es ja nicht, mir nachzukommen. Wir wollen doch schließlich nicht all die süßen Mädels hier zum Heulen bringen, oder? Überlass die Beute ruhig mir. Jill, wenn Claire versuchen sollte, dich zu kontaktieren, richte ihr bitte aus, dass es mir gut geht. Chris Redfield, 29. August. Alles klar, Chrissy. Alter, schwere Nöde. So. Cool. Alles klar. Guck mal, vielleicht haben wir hier noch einen Schreibtisch irgendwie, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Das wäre ein schöner Zufall. But it's not. Okay, gut. Wir könnten mal über die Bibliothek runterkommen. Dann machen wir das mal. Überall tot. So. Okay. Wie sieht's Menü aus? Eigentlich gut. Achso, man könnte sich jetzt natürlich nochmal die Schreibtische anschauen. Irgendwo, wo noch so ein blöder Ghetto-Blaster draufsteht. Aber wo soll der sein? Also hier vorne ist ja nochmal so ein Großraumbüro, ne? Blaster drauf hier, oder? Nee. Okay, und das andere war da drüben, quasi, wo Leon seinen Schreibtisch hat, aber da war auch nicht wirklich... ein Schreibtisch mit einem Ghetto-Blaster oben drauf. So, wo war denn das Ding? Mist? Nein. Verschiedenes? Zwei Stationen. Moment. Der spinnt in der dritten Etage, den haben wir ja noch. DCM. Ha. Okay. DCM. Hintereinander. Das ist schon blöd. So. Und hier ist aber auch kein... Nee, hier ist nur ein Ghetto Blaster drauf. Also hier ist es nicht... Nee, hier auch nicht. Herzschlüssel hatten wir nicht. Thank you.
Okay, gut, dann gehen wir schnell in die dritte hoch. An den Spind. Hier hinten. So. Hallo Spind. Die zählen. Yay! Und? Magnum Shield. Sehr schön. Magnum Bullets. Nee, ach, Käse. Ach, das wäre schön gewesen. Das wäre schön gewesen. Lagerraum. Ich will jetzt wirklich vermeiden, mich in unnötige Kämpfe mit irgendwelchen Zombies zu begeben. Irgendwie nur um. Oder noch schlimmer, mit Lickern, Alter, faselt. So, faselt. Das. Üble Viecher, ey. So, ich würde mal sagen, ich gehe zurück zum Aufzug und benutze mal die Badge an dem zweiten Platz, wo ich sie vorhin benutzen wollte. So, und wenn ihr denn wissen wollt, wo der zweite Schreibtisch ist, ne? Also das zweite Versteck, das wird denn Benny rausfinden, ne? In dem alternativen Szenario mit Claire. So, okay, verstauen. Ich hab die Magnum. Obwohl, ich hab die Magnum jetzt bei, eigentlich. So, dann fahren wir mal runter. So. Oh, Schaukasten, Schaukasten, Schaukasten. Da. Spannend. Das sind auch Waffenteile. Nein, hab ich jetzt. Ey, sag mir bitte nicht, sag den. Nein. Oh, Scheiße. Okay, ich hab die Bett stecken lassen. Irgendwie, ja. Wir sehen uns dann mal gleich wieder. So, ich bin wieder zurück, nachdem ich gerade nochmal ins Stars-Büro gelaufen bin, wo ich den Dongle vergessen hatte. Den habe ich jetzt wieder geholt. So, gucken wir mal. Waffenteile. Langer Lauf für die Lightning Hook. Jawohl. Bam. Oh, und gleich zwei Item-Slots dafür benutzt, aber ich hoffe, es lohnt sich natürlich. Schauen wir doch mal durch. Wie viel fest die denn jetzt? 7 Schuss. Naja. Okay, cool. Kann ich jetzt die Badge, sollte ich die jetzt hier hängen lassen? Ich nehme sie lieber mit. Wie ist der? Wir brauchen sie zwar nicht mehr, aber ich packe sie dann unten rein. Bevor ich hier nochmal deswegen irgendwo hinrufe. So, wie ist der Plan? Der Plan ist wie folgt. Ich muss quasi hier rüber. Und das mache ich am besten wie? Das mache ich, glaube ich, indem ich hier wieder runtergehe und hier war noch ein Drehventilgriff. Bin ich der Meinung? Ja. Hm?
Polizei sogar. Wunderschön. Na, kommt man erstmal rüber. Versucht euch mal ein bisschen zu umlaufen. Ja, ja, ja. Ist doch gut. Du hast ja noch was. Pick doch nicht richtig gelaufen, oder? Na, scheiße. Schon wieder die falsche Richtung. Könnt brechen. Ach, Kinder, nee. Das ist mal ärgerlich. So unnütz. So, Kitten müssen hier alle rausgekrochen kommen. Oh. Ja, hätte man alles. Hätte man sich kneifen können, mal. Die Nummer. Aber na gut. Wir haben ein bisschen Munition bekommen. Und wir mussten eh hin. Ja, wie gesagt, also der, die Kanalisation ist wirklich sehr irrweghaft konstruiert und man muss halt wirklich mal ab und zu, also ich muss auf jeden Fall ab und zu auf die Karte, was? Auf die Karte gucken. Hier runter hüpfe. Komme ich denn da hoch? Ja. Ich bin so ein Newbie. Ah, nee, da bin ich nur die Viecher. Aber was hat er vorhin falsch gemacht? Ha. Na gut, okay. Aber auch noch kein. Doch, klar, na klar, na klar, na klar. Na klar, haben wir doch gefunden. Kanalisation. Und zwar SZF. SZF. Schön. Wunderbar. Magnum Mundi. Immer gerne. So. Gut. An die Kiste. Den verstauen wir. Den brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Das ist ganz geil. Elektroteil. Rausnehmen. Haben wir, haben wir, haben wir. Also, wie war das nochmal?
Läufer und Damen sind nicht nebeneinander. Turm und Springer sind an derselben Wand. Also muss der Turm da drüben sein. Turm und Dame liegen sich gegenüber. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir mal hier die Dame hin. Turm und Dame liegen sich gegenüber. Dann machen wir den von uns da hin. Sind sicher, das stimmt. Nee. Komm schon. Schau mal kurz. Nope. Vielleicht tauschen wir die mal kurz. Hier habe ich jetzt... Den Thomas jetzt auch mal, genau. Okay, so. Ja, that's it. Cool. Nice. Okay, bin fast da, Ada. So. Ich bin fast da, ja. Wir gucken nochmal rein ins Menü. Ist gut. Cool. Lautkraut. Die schnehmen wir uns. Grünes Kraut. Wir nehmen wir mal. Und? Erst den Strom einschalten. Wir müssen erstmal den Strom einschalten, ist ja klar. Wie kann es auch einmal laufen? Hier ist zu. Komm in hier. Sehr schön. Und? Ja, haben wir noch umgehört? Haben wir nicht. Knipserätsel. Knipserätsel. Haben wir Strom. Oh mein Gott! Scheiße. So. Toll. Wien. Was? Wo? Wacken, Wien. Scheiße. Ja, was, der langt jetzt hier immer durch die Decke oder was? Oh Mann, nee, ey. Guck mal lieber auf so engen Räumen. Scheiße. Ja, wäre schön, wenn... Was ist der Plan jetzt hier, Freunde? Wird jetzt auf den schießen oder was? Mich mal erstmal dünn. Das bin ich halt nie mit dir, Freundchen. Er ist noch am Leben? Ja, das hatte ich jetzt. Das verwundert uns jetzt, glaube ich, aber auch nicht, dass er noch. Oh Gott, wo sind wir denn hier? Alter? Oh, shit. Ganz super. Verpissen oder was? Müssen wir uns etwa verpissen? Was ist das hier?
geil. Jetzt hab ich dich! Warte, warte. Was passiert? Was? Hm? Oh, okay. Ist aber auch eklig. Na komm, jetzt fall halt runter. Oh, das sagt mir ja wirklich tot sein. Ja. Auf den bin ich los. Okay. So, Damu Damu Lock. Schon in Sorge. Ich krieg es nicht raus. Ich weiß nicht, ob ich das... Tu's einfach. Ich kann so nicht laufen. Okay. Wird wehtun. Warte. Lass doch, ich mach's selbst. Entspann dich, okay? Also, wie geht's weiter? Sieh zu, dass du es hier rausschaffst. Solange du noch kannst. Ich werde dich nicht hier lassen. Nicht so. Du verstehst es nicht. Die Situation ist übler, als ich dachte. So einfach wirst du mich nicht los. Noch übler. Hast du mich beschützt? Jetzt bin ich dran. Wusste nicht, dass wir hier Punkte zählen. Greif meine Schulter. Ganz schön mutig, Frischling. Okay, will er nur helfen. Vorsichtig. Du willst helfen? Wir müssen dringend zum Nest. Nest? Umbrellas Labor, direkt unter uns. Annette hat sich verplappert. Dort sind die Virusproben. Bist du dabei? Denke, mein Kalender ist frei. Komm. Wir haben was zu tun. Ja, Ma'am. Ja, Ma'am. Die Standseilbahn bringt uns runter zum Nest. Okay. Dieses Armband ist unsere Fahrkarte. Nett. Woher hast du das? Ausgeliehen. Wie auch immer, wir sind fast da. So, was für ein Arschaufriss um diesen ganzen Kladatsch hier, wa? Also wirklich, hätte man auch anders haben können. Sie will zur Seilbahn, ne? Oder was? So, mal gucken, ob er das erlebt. Lass mich dich tragen. Nein, ich würde mich nur schlechter fühlen. Ah, oh, ja, keine Schwäche, keine Schwäche. Wie ist die Schulter? Schlimmer, als es aussieht. Was für ein Paar. Beide mit allem Schlüssel. Schön. Schlimmer, als es aussieht. Großartig.
So, Ada. Na los, komm. Das sollte uns zu unserem Ziel bringen. Point of no return, quasi. Na, was ist los? Ist das denn nicht? Aber wir haben. Okay, wir haben ein Rätsel, glaube ich, nicht gelöst. Aber das wird ja Benny machen. Ne? Ansonsten. Steigen Sie nicht aus, bevor wir unser Ziel erreichen. Können wir jetzt eigentlich nur ins Nest fahren? Weißt du, was ich denke? Ich brenne drauf, dass das FBI die Umbrella-Zentrale stürmt und die Mistkerle verhaftet. Ich auch, aber im Klartext? Offiziell hast du nichts damit zu tun. Das ist ein FBI-Fall. Sobald wir das G-Virus haben, mache ich allein weiter. Hey, Leon. Vertraust du mir? Und du mir? Ganz ehrlich, wenn nicht, wärst du wohl schon tot. Klar. Ich dachte, du könntest mir helfen. Und ich hatte recht. Sichere du das G-Virus, dann sorg ich dafür, dass sowas wie in Raccoon City nie wieder passiert. Ada, du sagst es selbst. Es ist ein FBI-Fall, Leon, ich habe keine Autorität. Schau mich an. Auf mich ist kein Verlass. Du bist meine letzte Hoffnung, den Fall abzuschließen. Ich lass dich nicht einfach hier. Wenn du angegriffen wirst, Hilfe brauchst. Ich schaff das. Sorg dich nicht um mich. Ich muss das zu Ende bringen. Und ich will dich wiedersehen. Das ist krass, wie naiv er noch ist. Ich hänge am Leben. Vertrau mir. Nest wird in Kürze erreicht. Leon, Leon, Leon. Geh. Bitte, wir haben kaum noch Zeit. Das wirst du brauchen. Okay. Leon, verlasse mich auf dich. Ich weiß. Ich weiß. Das ID ein Armband. Die Stufe noch jetzt versteckt. Wackelfuchs, ein Wackelraccoon oder sowas. It don't look like. Okay. Dann gehen wir mal weiter runter. Nichts. Heftig, 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 heftig. So, gibt's hier noch was zu finden? Was um zu finden? So, dann gehen wir mal zu diesem äußerst beeindruckenden Tor. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Gut, nochmal. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Ja, kann ich nicht rein, ne? Muss Abstand halten, ist noch nicht ganz offen. Ist blöd. Tschüss. Willkommen im Nest. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Guck mal, jetzt kling, 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 hallo. So, alles klar. Ich würde sagen, hey, wir haben das Nest erreicht. Hier machen wir jetzt mal einen Cut irgendwie.
Ich persönlich finde irgendwie, die Abwasserkanäle waren für mich schon immer so ein bisschen so der stressigste Part irgendwie, weil diese Irrwege halt einfach ultra komplex sind irgendwie, fand ich persönlich irgendwie. Seid nächstes Mal mit dabei, wenn wir das Nest ausheben. Bis dann, ciao.